Wollen wir es eigentlich so rum machen? Also erst deren Aufgabe und dann der Planet oder andersrum? Macht das irgendeinen Unterschied? Glaube nicht. Es muss nur einheitlich sein. Das ist schon bei den ganzen Schiff-Designs mir viel zu unübersichtlich. Also wenn wir hier draufklicken, was hätten wir denn gerne? Ich baue dann einfach von unten nach oben, weil unten die neuesten Sachen drin stehen. Aber allgemein hier Langstreckenfrachter, dann haben wir irgendwas in Klammern, dann haben wir Verteidiger 2, die aber schlechter sind als die Stufe 1, weil die Stufe 1 Kreuzer sind und keine Fregatten und ja, also da muss ich mir noch ein besseres System ausdenken. Okay. Nächste Nachricht. Deine Raumstation bei Wallaby hat einen super Treibstofftransporter und vier neue Langstreckentransporter. Das sind aber noch nicht alle, richtig, Wallaby? Genau, du brauchst noch mehr. Das heißt, es bringt noch nichts, die jetzt zusammen zu schieben. Fünf neue Kreuzer, Verteidigerlaser 1 bei Danep, die jetzt nach Muspel weitergeleitet werden. Okay, dann ändern wir mal hier auf Danep die Route auf Danep selbst, damit in Zukunft nicht alle Schiffe dahin geschickt werden. Das war ja nur das eine Mal jetzt. Du hast Verteidiger Laser, 5 Stück. Und Verteidiger Laser, nochmal 5 Stück. Achso, einer davon fliegt ja weg. Ja, okay, dann benenne ich noch nichts um, sonst sind es nicht die falschen. Das muss ja nicht sein. Nether Region. Du hast Verteidiger Laser 1. Zusammenlegen mit denen und denen. Und du bist jetzt. Ups, abbrechen. Du bist jetzt Verteidiger Nether Region. So, weiter. Minenleger bei Simple. Das wären dann die Simple Minenleger. Der Name ist mir immer noch suspekt. Aber ich habe herausgefunden, beziehungsweise mir wurde gesagt, dass man die Namen der Planeten doch ändern kann. Also nicht im eigentlichen Spiel. Im eigentlichen Spiel kann man nur die Flotten ändern. Aber es gibt dazu ein kleines Tool. Damit kann man die Speicherstände manipulieren und da den Namen ändern der Planeten. Aber ich habe mich eigentlich schon langsam an die gewöhnt. Aber für ein neues Spiel wäre es vielleicht ganz praktisch. Also dann Heimatwelt, Kolonie 1, Brüterwelt, Techwelt und so weiter. Der Übersichtshalber wäre schon ganz praktisch. So, wir wollten aber jetzt die zusammenlegen. Haben wir schon. Sehr gut. Name. Minenleger Simple. Vorwärts. Vier neue Verteidiger. Das können wir alles später noch machen. Nether Region hatten wir schon. Ich ignoriere jetzt mal die nächsten Produktionsnachrichten von den Schiffen. Denn wir warten dann aber noch 2 Runden und legen dann die restlichen Flotten zusammen. Was haben wir hier? Eine Samenwolke von Nie. Wo war das? Da unten. Ah, das waren die, die wir abgefangen haben. Kreuzerverteidiger Laser, 3 Stück. Wallaby. Kreuzerverteidiger Laser, 2 Stück. Ah, die sollten auch nach Wallaby zurück. Wallaby hat nicht so viel Verteidigung. So. Ist da irgendwo ein Trümmerfeld? Nö. Aber komisch. Na gut. Danach wurde verbessert. Terraform. Wir haben einen neuen Planeten entdeckt, der aber nicht so toll ist. Und der von noch einer neuen Rasse jetzt übernommen wird, anscheinend. Mensuit. Spieler 12. Ja, das wird langsam echt unübersichtlich. Also ich weiß jetzt echt nicht, welches Schiff zu was gehört und welche Rasse sich auf was spezialisiert hat. Vielleicht hätten wir doch lieber so nur zwei, drei Computergegner nehmen sollen und dafür richtig schwere. Aber momentan habe ich nur Feinde, 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 Feinde. Ich kenne da noch keinen Unterschied. Aber das kommt vielleicht mit der Zeit. So, das waren alle Nachrichten. Oh, das Trümmerfeld ist weg. Gab es darüber eine Nachricht? Ich sehe nichts von einem Trümmerfeld, das sich aufgelöst hat. Nö. Aber das ist weg. Ich springe mal kurz zu denen. Zoom auf 400%. Da ist keins mehr. Und die haben auch kein Ziel mehr. Schade. Also ja, diese Trümmerfelder lösen sich ja prozentual auf. Jede Runde, also jedes Jahr.
Da muss man dann wohl echt flott sein. Na gut, ihr gehört zu Transport Aquarius. Dann solltet ihr wohl auch mal zurück nach Aquarius. Ziehen wir dich mal dahin. Und ziehen dich dann dahin. Mit Maximal Warp. Oh, wir könnten sogar vor 10 gehen. Aber da es so gelb hervorgehoben ist, denke ich mal, das ist gefährlich. Und es dauert eh genauso lange wie mit Warp 8. Okay. Also, das war das. Rauszoomen. Niem, 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 niem. Da hat sich nichts geändert. Die haben wir alle abgedeckt. Forschung. Wir sollten unbedingt mal in die Forschung gucken. Da hat sich ja doch sehr viel getan. Also, Biotechnologie haben wir jetzt 14. In der übernächsten Runde, was auch nicht lange dauert. Das geht richtig flott inzwischen. Aber das ist halt geil. Wir sind so eine richtige Wirtschaftsmacht quasi und pumpen 50% unser Einkommen in die Forschung. Das geht dann richtig flott. Aber gut. Und bisher haben wir auch keine Probleme mit genügend Schiffen oder so. Also ja, läuft richtig gut. Solange bis die ersten Massebeschleuniger unsere Planeten zerfetzen, weil wir da noch nichts gebaut haben. Aber ja, sonst geht's ganz gut. Also wir könnten Biotechnologie weitermachen. Und wäre ich auch versucht. Dadurch werden ja auch alle unsere Planeten besser. Und die kleinen hier an den Rändern werden auch langsam so groß wie unsere Bad Boys hier. Elektronik. Gazellenscanner ist für die Schiffe. Eine Bombe wäre nicht so interessant. Die benutzen wir eh nicht. Aber das Ding hier. Spähauge 280. Könnten wir auf jeden unserer Kanonisieren bauen. Also automatisch bauen. Hätten dadurch eine größere Reichweite. Das klingt schon mal sehr praktisch, um halt den Gegner früher abzufangen. Aber was nützt es uns, wenn wir den Gegner früher sehen, wenn wir nicht schnell genug da ankommen? Was war bei Antrieben? Da haben wir jetzt, glaube ich, schon eins, das überhaupt 10 bei 100% macht. Da sehe ich halt nicht so den Unterschied. Wir haben einmal hier, Warp 10, 100%. Da haben wir, Warp 10, 100%. Der ist bis Warp 1 kostenlos. Der ist bis Warp 1 kostenlos. Die Kurve hier ist ein Ticken höher, aber nur wirklich ein Ticken. Und wir werden dann wahrscheinlich eh immer mit Warp 8 oder 9 fliegen. Eins von den beiden war stabil, glaube ich. Genau, er hier. Der hier war ja extra für die Völker, die keine Rumscoop-Triebwerke haben. Dafür soll es bei Warp 10 stabil sein. Das sagt für mich irgendwie, dass andere Schiffe mit Warp 10 nicht stabil sind. Sollten wir das Ding hier bauen? Also Interspace 10. Was ist denn Trans da? Oh. Der sieht ja schick aus. Warp 10 bei 50%. Okay, also wir gehen auf Antriebe und bleiben auf Antrieben. Was hätten wir hier? Eine Galeone, ein größeres Kriegsschiff. Aber bin nicht so wirklich darauf aus, jetzt noch größere Kriegsschiffe zu haben, jedenfalls nicht so schnell. Momentan können wir einfach die, die wir jetzt haben, in Masse produzieren und dürften damit auch klarkommen. Also nö, das interessiert mich nicht wirklich. Bessere Panzerung, ne? Schlachtschiff, ne? Super Treibstofftank, ne? Nö, Konstruktion interessiert mich jetzt momentan nicht so wirklich. Außer die Massebeschleuniger, die waren glaube ich auch bei Konstruktion. Elektronik wäre auch noch sehr interessant, wie gesagt. Aber Antriebe sind wichtiger. Waffen. Pulszapper. Diese Waffe beschädigt nur Schilde. Sie hat keinen Einfluss auf Panzerung. Okay. Oh, hier ist der kolloidale Phaser. Den meinte ich eigentlich. Statt dieser Bazooka. Hat auch eine höhere Reichweite. Eine Retrobombe. Nein. Alle werden nur noch Pixelspiele spielen. Neutronenbombe. Okay, Gatling-Geschütz. Kraft 31, Reichweite 2, Vorteil 12. Diese Waffe trifft bei jedem Abfeuern alle Ziele in ihrer Reichweite. Wow. Sehr schön gegen viele Schiffe. Aber nee, Waffen überzeugt mich auch nicht. Energie. Oh, Materiebeschleuniger waren bei Energie und nicht bei Konstruktion. Diese Dinger hier sollten wir auf jeden Fall bauen. Einfach nur, damit wir nicht abgeschossen werden können. Aber bisher haben wir noch keine Pakete rumfliegen sehen. Was haben wir hier noch? Ein besseres Schild? Bessere Planetenverteidigung? Noch ein besseres Schild? Noch ein besserer Beschleuniger? Noch ein besseres Schild?
Nö. Wir brauchen keine bessere Rüstung, jedenfalls noch nicht. Nö, dann bleiben wir bei Antrieben. Und gehen da so lange weiter, bis wir unseren Transstar 10 haben. Damit designen wir dann alle unsere Schiffe und dann können wir weitergucken. Fertig. Das dauert aber schätzungsweise noch wie viele Runden? Ein Jahr für nächste Stufe, nochmal ein Jahr. Ja, ne, komm, ich designe jetzt nichts Neues. Wir warten einfach erstmal ab. Wir haben ja eine recht gute Position. Wir haben eh schon ein recht großes Stück vom Kuchen uns rausgeschnitten. Das müssen wir eigentlich nur halten und dürften dann gewinnen. Allein durch das Halten, weil wir halt mehr Leute auf dem Planeten haben können als die anderen. Weil wir uns besser anpassen können und uns automatisch anpassen. Also ja, wir müssen gar nichts machen, außer F9 drücken. Du hast dieses Jahr eine Schlachtaufzeichnung erhalten. Sehr schön. Kreuzer, Verteidiger Laser 1 hat alle Befehle ausgeführt. Ist in Wallaby angekommen? Dann geh doch mal. Voila. Du sammelst dich bitte mit. Kreuzerverteidiger Laser. Und das war's auch schon. Und ihr heißt jetzt Verteidiger Wallaby. Zerstörer 7 hat alle Befehle ausgeführt. Auf Equeos. Okay. Zerstörer 1 normal, Zerstörer 1 leicht. Kreuzerverteidiger Laser. Hier haben wir noch keine Verteidigungsflotte. Also sammeln mit dir und mit dir. Okay. Name. Verteidiger Equelus. So. Weiter. Der hier. Kreuzerverteidiger Laser 1, 5 Stück. Und die anderen, die sammeln sich auch mal. Nicht der Voyeur. Der Voyeur kann eigentlich weg. Oder wir könnten ihn ein bisschen rausschicken. So, ihr Name. Oh, die sind beschädigt. Oh. Oder ist das deren Treibstoff? Muss ich gleich mal gucken. Verteidiger Muspel. Muspel? Ein Mu-Zauberspruch? Ich versuche immer bei jedem Planetennamen rauszufinden, für was es eine Anspielung ist. Graceland ist der Ort, an dem Elvis Presley beerdigt wurde, glaube ich. Also irgendwas mit Elvis Presley war das. Puma ist eine Schuhmarke. Bach ist ein Komponist. Und so weiter. Also Kernel ist halt eine Computersache. Also Kernel. Nee, ich weiß nicht, was ein Kernel ist. Ich weiß nur, dass es zum Computer gehört. Aber ja, fast jeder Planet ist irgendeine Anspielung. Und da versuche ich halt immer rauszufinden, was es ist. Einfach nur so ein bisschen die Allgemeinbildung zu checken. Wobei ich gerade versagt habe bei Kernel. Aber na gut. Verteidiger muss Bell. Weniger reden, mehr klicken. Weiter. Sechs neue Schiffe Transporter. Sind jetzt alle Transporter auf Wallaby fertig? Verteidiger Santa Maria Transporter Langstrecke. Ja. Sammeln mit den anderen Transporter Langstrecken und dem Super Treibstofftransporter. Und ihr seid jetzt Transport Wallaby. Ja, ich bin sehr zufrieden mit dieser Nomenklatur, oder wie das heißt. Also mit dem Benennen unserer Flotten. Damit das dann richtig schön übersichtlich ist. Jeder größere Planet hat Angriffs-, Verteidigungs-, Transport- und Schnickschnack-Flotten. Was bräuchten wir danach eigentlich noch? Also ja, die Massenbeschleuniger. Und, die Sprungtore. Da muss ich aber erstmal gucken, ob unsere Schiffe überhaupt da durchpassen. Die sind inzwischen ja schon ziemlich groß geworden. Gucken wir mal ganz kurz auf den Designer. Auf dem Designer sehen wir bestehende Modelle. Kreuzerverteidiger Laser. Wiegt 164 Kilotonnen. Ich glaube, das Gate, das wir momentan bauen können, da passen nur 100 Kilotonnen durch. Also sicher durch. Ich glaube, man kann die irgendwie überladen, aber dann ist halt nicht sicher, dass man am anderen Ende rauskommt. Was nicht ganz so schön ist. Aber ja, da haben wir halt hoffentlich auch ein besseres Gate bald. Und wenn wir das Gate dann installieren, dann können wir auch gleich auf allen wichtigen Planeten bessere Stationen bauen. Momentan haben wir nur die Standardstationen. Also, ich gucke mal kurz wieder hier rein. Raumstationen. Das ist unsere jetzige Station. Die billigsten Schilde, die billigsten Laser, keinerlei Ausrüstung. Das sollten wir auf jeden Fall ändern in die besten Schilde, die beste Panzerung, Zielcomputer und alles andere auch noch. Und auf jeden Fall Torpedos, damit sie schön weit schießen können.
Ja, weil sonst wäre es ja so, die Station ist irgendwo in der Ecke des Kampfbildschirms und wenn die jetzt nur Laser hätte, könnte der Gegner ganz hinten stehen bleiben und die ganze Zeit mit einem Torpedo schießen. Das wäre nicht so gut. Also ja, wir sollten auf jeden Fall eine neue Raumstation designen. So, aber erstmal jetzt einen kleinen Cut und in der nächsten Folge gehen wir weiter die Nachrichten durch. Also, bis gleich.